Grand Prix Insights wird Ihnen präsentiert von Allianz. Der Suzuka International Racing Course gilt bei den meisten Formel-1-Fahrern als einer der anspruchsvollsten Kurse im Rennkalender. Das sehen auch die Ingenieure so auf ihrer Suche nach dem idealen Aerodynamikpaket. Die gesamte Form des Autos ist auf möglichst perfekte Umströmung der Karosserie ausgelegt. Das heißt, geringstmöglicher Widerstand bei größtmöglichem Abtrieb. Durch eine steilere Einstellung dieser Flügel erhält der Fahrer mehr Abtrieb und Traktion, was in den vielen Kurven auf dieser Strecke wichtig ist. Allerdings bedeutet das normalerweise auch weniger Topspeed auf den Geraden. Es ist also viel Fachwissen und Intuition gefragt, um ein ideales Setup für Speed und Sicherheit zu finden. Trotzdem ist die Strecke bei den Fahrern sehr beliebt. Bei dir auch, Nico? Ich freue mich schon sehr auf Japan auf Suzuka. Ich habe schon tolle Geschichten davon gehört. Im Simulator sieht die Strecke toll aus. Das Doppel-S-Kurve 4, 5, 6 macht riesig Spaß. Das ist eine der Strecken, auf der man als Fahrer mit dem Auto so richtig auflebt. Vorausgesetzt, das Auto bietet dem Fahrer alles, was er sich wünscht. Guten Grip in schnellen Turns wie hier in der Dunlop-Kurve, gute Reifen, die der hohen Beanspruchung in Suzuka standhalten und genügend Topspeed für die schnellen Geraden. Vor dem Grand Prix arbeiten die Teams individuell am perfekten Paket für ihre Autos und Fahrer. Wir bauen bei Williams weder Reifen noch Motoren, deshalb haben wir auf diese Faktoren keinen direkten Einfluss. Auf die Aerodynamik allerdings schon und daran arbeiten wir auch die meiste Zeit. Dabei ist der Spielraum der Teams durch die Regeln der FIA nur gering, dennoch können kleinste Veränderungen, zum Beispiel am Frontflügel, große Auswirkungen haben. An Schlüsselstellen wie der Spoon-Kurve bringen diese dann den entscheidenden Vor- oder Nachteil. In der Casio Triangle-Schikane kurz vor Schluss ist die Ideallinie entscheidend für den Topspeed auf der Geraden danach. Die führt in die nächste Runde und nach gut 307 Kilometern ins Ziel. Du wirst bestimmt jede Runde genießen. Mit Sicherheit. Grand Prix Insights wurde Ihnen präsentiert von Allianz.